Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Wargroove. Wir sind hier stehen geblieben bei Akt 3, Mission 3, wo wir offensichtlich gegen Sigrid antreten werden. Denn es heißt Vampirkönigin des Westens. Und welche Vampirkönigin haben wir denn bisher kennengelernt, außer diese quirlige Furry-Dame? Unsere Helden haben die Bedrohung der verlorenen Lande gemeistert, bis auf eine letzte. Und das wird die Vampirkönigin himself sein. Und da ist sie schon. Vampir! Mercia, bleib zurück! So ein Drama, und das nur meinetwegen. Ich fühle mich geschmeichelt. Who are you? Wer seid ihr? Ich bin Sigrid, Vampirkönigin des Westens. Queen Mercia. Und ihr, Königin Mercia, werdet gleich vor euren Schöpfer treten. Tja! Weg da, du alte Fledermaus! No! Nuru, ich habe von ihr gehört. Sie ist gefährlich und sie hat obendrein deinen Vater getötet. My Queen! Die Königin hat recht. Wir müssen gehen. Jetzt gleich. How foolish. Seid ihr des Fliehens noch nicht müde? Muss ich euch bis ans Ende der Welt verfolgen? Ha! Warum nur bis ans Ende der Welt? Du könntest dich auch gleich vom Rand stürzen. Nuru! This is my fight! Schon gut, Mercia. Ich kümmere mich drum. Ich werde diese Blutsaugerin aufhalten und du bringst dich mit Emmerik in Sicherheit. Danke, Nuru. Oh, spielen wir jetzt Florana? Ach, wir spielen beide? Hey! Mercia, lauf zur östlichen Straße. Ich halte dir den Weg frei. Alles klar, ich komme. Entkomme Sigrids Armee und bring Mercia in Sicherheit. Die östliche Straße, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier hin. Okay, also mit unserem Trupp müssen wir tatsächlich hier irgendwie rüberkommen. Und ich nehme mal an, dass Sigrids Truppen überall spawnen werden noch zusätzlich. Weil das kann es ja nicht gewesen sein. Und wir haben hier zum ersten Mal selbst Flugeinheiten und können die auch bauen. Laubflügler. Sehr mobile Einheit, die tief ins Feindesland vordringen kann. Landet über Bergen, kritische Treffer. Also das ist wahrscheinlich hier das Pendant zu den Vampiren. Und dann haben wir noch Schwirling. Luft-Luft-Einheit. Landet kritische Treffer, wenn keine gegnerische Hexe neben dem Ziel ist. Okay. Das ist dann wohl eine Hexe, nehme ich an. Wolkenreiter. Interessant, interessant. Der Zauber zieht Zielen 10% ihrer TP ab. Interessant, sehr interessant sogar. Ein bisschen schade, dass wir hier gar keine... Wobei, hier unten, wir brauchen die Kaserne. Dann können wir Landeinheiten bauen und wir sollten das schnell tun. Den werden wir hier schon mal ein bisschen vorwärts fliegen. Wir müssen auf jeden Fall den Tribok hier erledigen. Ich werde auch direkt einen weiteren bauen. Cool auf jeden Fall. Cool, dass wir jetzt selbst Flugeinheiten haben. Ich habe mir das ja schon die ganze Zeit gewünscht irgendwo. So. Mercia muss auf jeden Fall ein bisschen vor. So. Ich hoffe, dass der Tribok uns nicht ärgern wird. Das könnte sehr nervig werden. Beenden wir mal den ersten Zug. Sigrid. Ja, sie positioniert direkt ihre Units. Was soll sie auch sonst tun? Interessant, dass man auch gleichzeitig mehrere Fraktionen spielen wird im Laufe des Spiels. Das wird auf jeden Fall... Das wird noch für interessante Konstellationen sorgen. So... Richtung. Wir müssen aufpassen, denn der kann uns ja tatsächlich gefährlich werden. Davon ab glaube ich aber nicht, dass es eine schwere Mission werden wird. Okay, er kann uns jetzt auch tatsächlich angreifen. Wir müssen ihm zuvorkommen. Es nützt nichts. Normalerweise hätte ich das jetzt eher nicht gemacht. Aber der Bogenschütze wird uns sonst in der nächsten Runde angreifen und das ist weniger cool. So, die können dahin. Das heißt, der Ritter kann auf jeden Fall hier hoch.
Wir werden das jetzt mal hier ein bisschen zustellen. Mal sehen, was er anrichten wird. Ich bin gespannt. Das war's dann erstmal. Na, Sigrid, was machst du denn Schönes? Okay, er greift den Hund an. Wenn wir Pech haben, sind die sogar vorbei. Keine kritischen... Doch, fast tot. Keine kritischen Treffer aber. Weil die nicht nebeneinander standen. Die Pikeniere. Jetzt aber. Das ist ein kritischer Treffer. Und der dürfte den Magier auch ausschalten. Ja. Schade. Und da kommen schon die ersten neuen Units. Aber, meine Freunde, wir können ebenfalls kämpfen. Geiles Design. Sie schießen einfach mal mit Blättern. Klar, damit kann man so ein Ding schon mal zerstören. Wer kennt es nicht? So, stellen wir es mal hier hin. Du wirst gleich als erstes den Bogenschützen angreifen. So, mit dem Ding ziehen wir hier nach unten. Schwirling könnte ich jetzt auch bauen. Aber ich sehe noch nicht, ich sehe aktuell noch nicht den Sinn, warum ich das tun sollte. So. Naja, sehr schön. Kritischer Treffer, weil ja ein Hund daneben steht. Aus dem Wald außerdem sowieso noch erhöhten Schutz, also weniger Gegenwehr vom Feind. Auch immer gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Müssten wir nicht theoretisch sogar fast alle absnacken können? Also den können wir erledigen. Den auch. Den auch. Sehr gut. Aktuell läuft das doch ganz gut. Der Weg ist halt ein weiter. Ein sehr, sehr weiter. How? Fliehen ist zwecklos. Ihr verzögert damit nur das Unausweichliche. Oh ja. Okay. Ach du Scheiße. Sie spawnt ziemlich aggressiv Units. Wir brauchen dringend Verstärkung durch Nuru. I think I'll take this. Gut. Ja, im besten Fall. Ich weiß halt nicht mehr genau, wie viel Schaden die gegen die Flugeinheiten machen. Die sind nicht so mobil, wie ich gehofft hatte. Können ja einfach mal die angreifen. Hier ist es nicht ganz so schlimm, weil er macht keinen kritischen Treffer, wenn er uns jetzt versucht anzugreifen, denn er muss den auf jeden Fall bewegen. Das ist dann schon mal nicht mehr ganz so schlimm. Aber wir müssen uns jetzt ein bisschen nach oben bewegen. Wir werden jetzt auch einmal eben den Heilspruch holen. Kommt der mit zwei Lufteinheiten an. Ich werde einen Schwirling bauen. Wie ich sehe, hast du einen Schwirling rekrutiert. Zeit für etwas Magie. Der Schwirling ist eine extrem schnelle Luft-Lufteinheit. Ja. Und seine Zauber verringern die Trefferpunkte aller Gegner in seiner Nähe um 10%. Keine Sorge, alter Mann. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Alter Mann, warum so respektlos? Hast du keinen Respekt vor dem Alter? Als du geboren wurdest, hatte ich schon überall Gicht in jedem Gelenk. Oh je, das ist nicht gut. Wie viel Schaden macht das? Wie viel Schaden macht das? Ah. Okay. Nicht ganz schlimm, aber auch nicht wirklich toll. Aber alles nicht so wild. Das Einzige, was wir halt, wie gesagt, verhindern müssen, ist, dass er Rekrutierungsgebäude bekommt. I think I'll take this. Sehr schön. Ich habe noch keine genaue Ahnung, wie dieser Schwirling funktioniert. Alle...
Das heißt, wenn ich damit irgendwen angreife, werden alle Feinde in der Umgebung geschädigt. Zauber. No way. Okay, das ist ziemlich mächtig. Das ist wirklich ziemlich mächtig. Ja, wir bauen jetzt hier mal auch ein paar Boom-Units. Der Kacker schießt zurück. Das gefällt mir nicht. So, von hier aus werden wir ihn gleich angreifen können. Okay, da kommt der. Da kommt die fliegende Unit. Der kann mich halt leider auch schon erreichen. Ja, sie kann sich halt auch kaum bewegen, die Olle, ne? So, wir haben keine Möglichkeit als zu warten. Das bringt alles nichts. So können wir wenigstens nicht angegriffen werden. Ja. Weit gekommen sind wir natürlich nicht. Ich weiß halt auch nicht, was Sigrid noch alles spawnen wird. Das wird wahrscheinlich eine Menge sein. Das war zu befürchten. Okay, der jagt den. Die kommen einfach nur nach oben. Abfacken. Das hat mir noch gefehlt, ey. Naja. Ihr kriegt gleich eine schöne Nuru-Massage. Das habt ihr euch verdient. Wir holen jetzt auch nochmal hier so einen Schusstypen hin. Okay, wir greifen jetzt erstmal den an. Der Tribok muss weg. Der Tribok muss einfach weg. Okay. Der kann die Fähigkeit gerade überhaupt nicht einsetzen. Der wird so ziemlich überall hier angegriffen. Das ist eine einzige Todeszone. 26 Schaden. Ich meine, der kann dann kaum noch was, ne? Also der ist dann quasi tot. Sehr viel wird dann nicht mehr bei rumkommen. Wir müssen bereit sein. Wir werden gleich gegen die kämpfen. Immerhin sind wir schon um die erste Kurve. Das macht mir ein bisschen Sorge. Denn auch wenn er keine Units bauen kann, scheint er ja trotzdem ordentlich was hier ranzuwarpen. Wobei ich sagen würde, dass wir noch im Vorteil sind. Ich frage mich übrigens, wenn wir einen Wagen gebaut hätten, Mercier hätte da einsteigen können, weil das ist ja eine andere Spielerfarbe. Grundsätzlich ist es derselbe Spieler, aber es ist doch irgendwo auch eine andere Farbe. Das ist halt die Frage. Okay. Das war zu befürchten. Da kommen die nächsten Flugeinheiten. Okay. Ja, das ist aber tatsächlich okay, würde ich sagen. Normalerweise hätte ich das jetzt nicht gemacht, aber wir haben ja hier unseren. Wir haben ja hier Nuru. Er kann sie gerne angreifen. Aber ich denke, er wird nicht besonders glücklich damit. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der kann da lang. Okay. Auf jeden Fall töten wir jetzt den. Er ist immer noch nicht tot. Das ist eine Frechheit. So.
So. Der steht da auf jeden Fall schon mal gut. Der ist weg. Der steht da unten, kann aber nicht angreifen. Ich baue noch einen Schwirling, denn ich stelle wirklich fest, dass der Gegner offenbar es sehr darauf angelegt hat, viele, viele Air Units zu bauen. Das Ding ist weg. Wenn wir den einfach nur hier nebenstellen und dann mit ihm angreifen, haben wir keinen. Ah ja, das war. Schön. Das ist keine besonders kluge Idee. Der muss halt irgendwo jetzt. Wir ziehen ihn hier rüber. Das ist eine gute Idee. Dann haben wir direkt eine Luftunit hier. Komm, wir zerstören den. So. Ich denke, aktuell sieht es ganz gut aus. Kommt jetzt natürlich auch immer ganz stark drauf an, wie viele Units werden noch herangeworfen und was für Units. Ganz wichtig. Da kommt eine Balliste. Stört aber gar nicht mal so sehr. Cool. Definitiv. Ja. I'll save you all. Healing aura. Du hältst auf jeden Fall die in Schach. Die nerven nämlich sonst gleich meinen Ritter. Das Geile ist ja, dass die wirklich nichts gegen die tun können. Die ziehe ich hier rüber. Da haben wir noch eine weitere Flugeinheit. Den kann ich gleich eventuell wegkriegen. Also 90%. Den können wir erledigen. Schön. Ja, geil. Also die können unseren Ritter nicht angreifen. Das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr gut. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt voll hier zum Angriff über. Das Ding wird ja dann auf jeden Fall erledigt. Oh, wir haben sie, glaube ich, haben wir sie schon mal angreifen sehen? Wow. Was ein Stabstoß. Ich möchte den ungern jetzt nach vorne ziehen. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Wagen riskieren. Insgesamt echt gut aus. Die Balliste macht mir natürlich ein bisschen Sorgen. Das war zu befürchten. Allerdings haben wir Rüstung 3, beziehungsweise Schutz durch das Terrain 3. Die ziehen sich alle zurück. Der nimmt das wieder ein, okay. Neue Units, neuer Tribok. Ich kann gerade noch sehr wenig mit all dem hier anfangen. Lurus Spezialfähigkeit haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ne? Teleportstrahl, ruft der Hinterhaltsgefecht seine verbündete Einheit herbei. Du musst die Einheit bezahlen.
Ah, okay. Aber ist die Frage, kann das jeder Einheit sein? Wir machen mal Folgendes. Kann er trotzdem angreifen? Die Frage ist, macht er das? Ich hoffe nicht, dass er das macht. Okay, wo müssen wir die hinziehen, damit wir irgendwas davon haben? Weil das Problem ist, wir müssen den Tribok auch erledigen. Sonst wird das nämlich auch hässlich. Alter. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Nimbus 3000! Habt ihr die goldenen Schnätze gesehen? So. Weg. Den können wir auslöschen. Okay, den ziehen wir erstmal wieder nach unten. Der könnte hier gleich hilfreich werden, wenn wir 10% Schaden machen wollen. Das ist ja nun auch nicht das Wenigste. Ich würde tatsächlich noch einen Schießling bauen. Erstmal. Die stehen hier eigentlich alle ziemlich blöd. Also der kann da. Der kann auch von beiden nicht angegriffen werden. Und der müsste dann dahin gehen. Und dann müssen wir hoffen, dass wir damit gleich was veranstalten können. Den töten, ist der kritische Treffer weg. Der macht nur noch sehr, sehr wenig Schaden. Das ist okay. So. Damit bin ich zufrieden. Wir sind ja schon eine gewisse Strecke gekommen, also. Alles gut. Das war zu befürchten, dass er das tatsächlich tun würde. Aber wir haben ja immer noch die Möglichkeit zu heilen. Oh, look at that. Guckt euch ihre Hexen an. Spitze, ich kann meinen Groove benutzen. Was ist dein Groove, Nobu? Ein Teleportstrahl, mit dem ich eine verbündete Einheit zu mir befördern kann, direkt neben mich. Mensch, einfach so? Naja, bezahlen muss ich sie trotzdem. Ja, ist aber trotzdem gut. Kann man nicht anders sagen. So, wir werden jetzt erstmal die zerstören. Wir müssen natürlich auf seine Hexe aufpassen. Wir können jetzt hier aber auf jeden Fall schon mal jede Menge Schaden verursachen. Ihn anzugreifen ist Quatsch. Der Gegenschlag alleine wird mich komplett töten. So, bewegen wir uns weiter nach unten. Ich würde den jetzt auch. Ich würde die alle weiterziehen. Und du greifst den Ritter an. Und kannst sie sogar tot machen fast. Oder ist er sogar tot? Mal gucken. Rasierblatt. Bisasam wins. So, jetzt müssen wir mal gucken.
bringt nur für zwei was. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. So, der Tribok muss angegriffen werden. Here I come. Alter, dieser Durchschlag. Wirklich durchschlagender Erfolg. Okay, der kann mich angreifen und der. Das ist alles nicht so cool. Das ist wirklich alles nicht so cool. Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass der auf jeden Fall einen töten wird. Ich ziehe jetzt den noch erstmal hier hin. Den. Ich habe mich ja gleichzeitig in die Deckung begeben. Wir könnten den Tribok noch angreifen. Ja. Wir greifen zwar zurück an, aber... weiter wild. Na, der wird gleich dran glauben, leider. Ich überlege gerade, was ich mit dem mache. Ich würde ihn vielleicht hier oben hinziehen. So, und wir haben noch 600. Wir können noch einen von denen bauen. Das ist vermutlich auch nicht das Blödeste. So. Weiter geht's. Oh, Sigrid! Lass Gnade walten. Okay, der ist gut. Okay, der... ja. Haut, das wird böse. Die Balliste kommt. Und seine Hexe kommt. Aber es wird noch nichts Neues gespawnt, so wie es aussieht. Doch. Einer. Ein einziger, okay. Schaden macht das. Naja, was? Warte mal. Okay, das würde gehen. Was soll ich auch sonst damit machen? Aeronaut gegen Aeronaut. Ein epischer Kampf. Die Taube gegen Krähe. Ich bin natürlich die Krähe, weil Tauben doof sind. Der ist leider ja auf dem Berg und macht deswegen Bonus-Damage. Eher uncool ist. Es ist auch, glaube ich, egal, was ich mit dem Ritter mache. Ich kann ihn nicht retten. Er ist ganz einfach tot. Dann können wir auch den zerstören. So. Hier haben wir jetzt das Ganze schon ziemlich weit getrieben. Problem immer noch. Leider. Ich könnte allen 10% Schaden machen, aber so richtig cool ist das nicht. Wir könnten 51 Schaden auf den machen. Das finde ich gut. Auch wenn wir hier jetzt minus 1 haben, alter Schwede. Wir könnten noch 300. Na, hier treffen wir aber auch. Hier treffen wir 4 Units mit jeweils 10% Schaden.
Werden aber dann gleich vermutlich von zweien von denen angegriffen. Ja. Das kann ich eigentlich auch nicht bringen. Okay, dann zerstören wir jetzt noch den. Der kann nicht angreifen, was sehr cool ist. Du greifst den an. Du greifst den an. Ich frage mich halt wirklich, ob sie da rein kann. Ich meine, Mercy ist noch sehr weit weg, leider. Was bauen wir denn nochmal? Wir bauen noch einen grünen Wächter. So, jetzt müssen wir hoffen, dass Nuru nicht vernichtet wird. Denn dann ahne ich Böses. Das tat auf jeden Fall weh. Das wird auch wehtun. Oh no. Oh no. Nein, mein Wagen! Okay. Ich kann den gerade nicht erreichen. Das ist ziemlich mies gemacht. So, erledigen wir den Verfolger. Ich weiß gar nicht, ob es nachher auch Lufttransporter geben wird. Das würde uns natürlich auch enorm helfen. So, was machen wir, um mit ihr zu entkommen? Okay, ich kann das Ding zerstören. Immer noch nicht. Are you kidding me? Gotta be kidding me. Naja, so wird der auf jeden Fall erledigt. Schön. Und der hoffentlich auch. Ja, schön. Ich habe echt Angst um die. Teleportstrahl, so. Schleuderbaum, 2000. Ach Gott, das ist alles teurer. Na, ich hole mir einen Schamanen hier hin. Und zwar dahin. So. Okay. Und der kann sofort was machen. Ist natürlich auch cool, ne? Kann sofort was machen. Ich hätte es übrigens noch cool gefunden, wenn die Schamanen von jeder Fraktion unterschiedliche Fähigkeiten gehabt hätten. Also unterschiedliche Zauber einfach nur. So, mal sehen, wie witzig er es findet, wenn wir jetzt mit unserem Wagen vorziehen. Mal sehen, wie witzig der das findet. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass er da mega abkotzen wird. So. Wir ziehen uns mal zurück und warten darauf, dass er angreift. Wobei, scheiße. Er kann ja auch die Fähigkeit wirken. Ah, das habe ich vergessen. Nein. Die Frage ist, wird er es auch wirken?
Okay. Holy shit. What? Eine Höllenschwinge? Schnell, Mercia, wir müssen schleunigst von ihr verschwinden. Ich komme. Ja, renn vor den Höllenschwingen davon. Was für ein raffinierter Plan. Höllenschwingen. Alter, Drache. Okay. Der zerstört also alles, ja? Mächtige Luftbodeneinheit. Landet kritische Treffer, wenn das Ziel sich auf einer Straße befindet. Okay, also das sind... Wenn wir den Advance Wars-Vergleich mal ziehen, sind das hier Jäger und das sind Bomber. So würde ich das zusammenfassen. Da wir den ersten Angriff haben. Haben wir hiermit ziemlich Boden gut gemacht. Die Lufteinheiten werden wir erstmal verprügeln. Puh, die Hälfte haben wir schon geschafft. Weiter so, Mercia, wir kriegen das hin. Ja. Wie gesagt, wir werden gleich echt mal versuchen, was denn passiert, wenn wir sie versuchen, in den Wagen zu bringen. Jetzt müssen wir den Wagen natürlich ein bisschen abschirmen. Perfekt. Da haben wir besonders viel von. So. Einmal das Ding wegprügeln. Das Ding einnehmen. Nuru braucht auf jeden Fall ein wenig Leben. Und ich denke, wir sparen unser Geld jetzt erstmal. Ja, er wird gleich den Ritter angreifen, aber dann kriegt er hier... Den stellen wir jetzt erstmal dahin. Und der bleibt da. Aber ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Auch wenn ich nicht verhehlen kann, ein bisschen Angst vor diesem Drachen zu haben. Oh, das ist fies. Zum Glück sind es nur 10%. Schränkt hier natürlich den Radius unserer Flugeinheiten enorm ein. Wie lange muss ich euch noch verfolgen, eure hasenfüßige Hoheit? Oh no. Und ich kann natürlich nicht in den Wagen gehen. Das wäre auch zu schön gewesen. Naja. Dann halt anders. So, du musst weg. Ich glaube, es ist angemessen, den so zu zerstören, weil der kann gleich echt richtig eskalieren. Den ballern wir so weg. So. Mercia kann ich da nicht reintun, aber andere Helden, beziehungsweise andere Einheiten, das ist ja auch interessant. Na, der ist tot. Den lasse ich auch gar nichts mehr machen. Wobei, wenn ich den hier angreife... Dann mache ich wenigstens noch mehr Schaden. Du kommst nach unten. Du greifst den an. Oh, 47.
Du greifst den an. Und Noro geht wieder mehr nach oben. Wir brauchen hier Heilung für sie. So, und jetzt holen wir uns einen Schleuderbaum. Endlich. Das hat lang genug gedauert. Ich denke, es wird sich lohnen. Ja, bei dem ist die Frage, greifen wir den an? Ich glaube, wir greifen ihn an. Alter, was für eine krasse Unit, ey. Aber jetzt ist sie signifikant geschwächt. Was für uns natürlich richtig gut ist. Hier wird auch ganz schön eingeschränkt, wie wir uns mit unseren Flugeinheiten bewegen können durch diese Ballisten, ne? Das haben sie schon interessant designt. Ja, der dürfte weg sein. Ja. Die Balliste macht kurzen Prozess mit Flugeinheiten. Da darf man sich keine Illusionen hingeben. Sobald man in deren Reichweite ist, ist man ziemlich sicher tot. Und nicht tot wart. Von den Gummibären. Nein. Toe. Einfach Toe. Da kommt er. Tribok. Der Tribok muss weg. Das reicht, glaube ich, nicht. Wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Leben. Haben immer noch genug, um neue coole Units zu bauen. Und ich setze hier mal noch eine Harpie hin. Ich sag schon wieder Harpie. Das ist ja ein Aeronaut. Sorry. So, wie viele Runden soll ich angeblich brauchen? 20. Are you kidding me? Oh, wie episch müssen sich diese Magier fühlen, dass sie einfach einen fetten Drachen besiegt haben. Haha, nimm das, Höllenschwinge. Was? Wie? Glaub bloß nicht, dass ihr damit etwas gewonnen hättet. Ihr werdet trotzdem sterben. Möglich. Das ist möglich, Siegfried. Aber wir werden nicht einfach so untergehen. Das hättest du wohl gerne so. Ach ja, besetzt mir das Ding mal. Also ich habe noch 5 Runden, um hier hinten hinzukommen. Ich denke, das ist ausgeschlossen. Wie gesagt, komischerweise kann sie ja nicht in den Wagen gehen. Das ist sehr schade. Au. 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 Ich würde sagen, ich habe ein paar Units in dieser Runde verloren. Und da kommen noch mehr. Noch mehr, ja, Bomber und alles kommt. Los, kommt einfach her. Nuru mit runter. So, wie gesagt, es wird hier langsam... Sie kann da doch rein. Warum denn auf einmal doch? Sie konnte das eben doch nicht, oder habe ich das falsch gesehen? Du musst auf jeden Fall dran glauben. Am besten von hier. Am besten musst du von da aus dran glauben, genau. Gut. Dann musst du dran glauben. Und dann kannst du nämlich hier hin und den kaputt machen. Den.
So, und da wir gleich da sind, ist es egal, was hier noch passiert. Kann uns nicht mehr aufhalten. Ich könnte schwören, dass Mercia eben nicht da reingehen konnte, aber vielleicht habe ich das auch falsch gesehen. Aber das erleichtert natürlich einiges. Ich finde es aber geil, wie Sigrid noch hier in die Map quasi geportet wird und überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Ihre Anwesenheit bringt einfach nichts. Weil sie eh nicht schnell genug gewesen wäre. In keinem Fall. So. So, wir gehen einmal hier hin. Den können wir ja hier hinziehen. Und jetzt haben wir unsere Schwuppler. Unsere Zwirlinge. Du kannst in der nächsten Runde dahin gehen. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Schaden. Uff. Reis. Oh. Wir schaffen das. Nächste Runde gewonnen. Wie willst du mich jetzt aufhalten, hä? Hä? Sigrid? Hä? Oh no. Gewonnen. Du hast es geschafft, Mercia. Haha, ja. Ich bin so müde. Das bedeutet rein gar nichts. Ihr habt euch lediglich eine kurze Atempause verschafft. Ihre Tode waren unausweichlich. Ha! Wow, du bist echt eine miese Verliererin, hm? This is tiresome. Ich bin von Idioten umgeben. Und sie haut ab. Wenn Unsterblichkeit so aussieht, kannst du sie gern behalten. Sieg, auf ganzer Linie. A-Rang kann ich hier überhaupt nicht verstehen. Denn wir haben ja sogar die Zuganzahl für den A-Rang unterschritten um 2 Züge. Aber vielleicht haben wir zu viele Einheiten verloren, ich weiß es nicht. Naja, es sind ja trotzdem 3 Sterne. Was soll ich mich da beschweren? Oh! Dieses Gelände ist ja übel. Das stimmt, aber... Emmerich, diese Dünen. Wir müssen in Himmelsang sein. Yes! Ihr habt recht, meine Königin. Wir haben die Grenze erreicht. We did it. Wir haben es geschafft. In der Nähe ist sicher ein Himmelsang-Bataillon stationiert. Himmelsang bewacht seine Grenzen vor Eindringlingen aus den verlorenen Landen. Großartig. Wir haben so viele Feinde. Schön, wenn sich zur Abwechslung jemand freut, uns zu sehen. Da wäre ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Du hast den Spielmodus Puzzle freigeschaltet. Du hast weitere Infos zu Sigrid freigeschaltet. Dann lesen wir uns die doch mal durch. Wo haben wir sie denn? Je länger Vampirköniginnen leben, desto stärker werden sie. Doch ihre über 900 Jahre angesammelte Kraft reicht Sigrid nicht. Sie dürstet nach wahrer Macht. Sigrids Meister war 4000 Jahre alt, als er sie zu Jungvampiren machte. Ihre ältesten Erinnerungen sind jene an die grausamen Taten, die ihr mächtiger Meister an der Welt verübte, welche in Angst vor ihm zitterte. Für Sigrid sah es aus, als lege ihrem Meister alles zu Füßen. Er besaß die Macht über Leben und Tod und führte das Schicksal wie eine Waffe, kalt, tödlich und fest in seinem Griff. Wer hätte sich nicht davon beeindrucken lassen? Im zarten Alter von 526 Jahren eroberte Sigrid die westlichen Ländereien Höllheims von ihrem Meister. In einem offenen Kampf hätte sie nicht gewinnen können, also wartete sie ab. Sie wusste, dass ihr Meister ihr vertraute und sich so eine Blöße gab. Denn dann, eines schicksalhaften Nachts, schlich sie in seine Kammer und tötete ihn. So einfach war das. Er starb, bevor er auch nur die Augen öffnen konnte. Ein so alter, mächtiger Vampir, okay?
Sigrid war zu jung, um die große Dissonanz selbst erlebt zu haben, doch sie wuchs mit Erzählungen darüber auf. Über Tod und Zerstörung, Blutdurst und Barbarei. Über absolute Macht. Kernstück dieser Geschichten war eine Waffe namens Requiem, für die es einen Schlüssel gab. Sigrid machte sich auf. Sie suchte nach weiteren Geschichten und jagte die Nachfahren der Menschen aus den Legenden. Sie fand die Gräber lang verstorbener Magier und Schriftrollen mit den Entwürfen für Requiems Gefängnis. Sie fand heraus, wo die Waffe sich befand und wie sie daran gelangen könnte. Sie fand außerdem heraus, dass der Schlüssel von jenem Königshorst bewacht wurde, welches sein Reich auf der von Requiem hinterlassenen Zerstörung aufgebaut hatte. Kirschenstein. Genau. Und deswegen hat sie auch nach dem Schlüssel gefragt. Das tat sie ja, als sie vor Merciwald stand. Und wir sind jetzt hier in Akt 4, Mission 1, Begrüßung in Himmelsang. Unsere Helden sind am Ziel, werden aber an der Grenze zu Himmelsang wenig herzlich begrüßt. Und das ist schade, vielleicht aber auch, weil sie noch nicht verstehen, wer da eigentlich vor ihnen steht. Wir sind aber auf jeden Fall ziemlich weit schon gekommen. Da kann man wirklich gespannt sein, was hier noch passiert. In Wargroove. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wargroove, mit dabei. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.